Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tintenreview hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute zeige ich euch eine Tinte, eine recht bekannte Tintenmarke Rohrer und Klingler, eine Tinte, eine Tintenmarke aus dem Osten. Gibt es einige, ich hab ja auch schon so ein paar reviewt. Königsblau habe ich gezeigt, Cassia, Blue Mare und Smaragd Grün. Und auf der Suche nach dem heiligen Schwarz habe ich hier von Phil Filler die Tinte Leipziger Schwarz zugeschickt bekommen von Rohrer und Klingler. Probiere ich natürlich aus, klar. Und ich will auch gar nicht lange rumschnacken, gleich Kopf in den Nacken oder so und euch zeigen, wie diese Tinte aussieht. Ich habe die Tinte befüllt hier in meinen Faber-Castell Ambition. So, und wie die Tinte aussieht, und zwar so. Ja, was mir an dieser Tinte gleich auffällt, ist, man füllt sie in den Füller hinein und sie bleibt flüssig. Ja, also ich will damit sagen, sie trocknet nichts ein, sie verkrustet nichts und lässt den Füller auch nach ein paar Wochen. Und ich habe jetzt mittlerweile die Tinte schon seit ein paar Wochen, muss ich sagen, mehr oder weniger ungenutzt. Im Füller drin, erstens, weil ich nicht der schwarzen Tintenfan bin, klar, wisst ihr ja mittlerweile alle. Und damit ich auch mal so testen kann, wie die Tinte sich so verhält in einem Füller, der mal länger liegen bleibt. Ja, so und wie das auf dem Tintenswap aussieht, zeige ich euch auch. Ja, da hatte ich ja die schlechte Erfahrung gemacht mit der anderen schwarzen Tinte, die mir der Filmfehler zugeschickt hat. Ja, die Standardgraf Kohlenschwarz fand ich jetzt nicht so super. Ja, und um das mal im Vergleich zu zeigen, wie die Tinte überhaupt aussieht. Ja, muss ich kurz gucken, wo die hier ist. Wo ist sie? Da ist sie. Rohrer und Klingler Leipziger Schwarz. Ja, mit so einem leichten Blaustich, würde ich sagen. Dann, die ich auch schon verglichen habe, Standardgraf Kohlenschwarz, die zwar ordentliches Schwarz ist, scheinbar, aber doch recht schnell eintrocknet, was auch nicht so gut ist. Lamy Obsidian. Darmstadt Super 5. Quatsch, Super 5 Darmstadt Black. Mont Blanc Mystery Black. Und Herbin Perle Noir. Ja, also natürlich klar im Schriftbild mit dem Füller geschrieben, sieht das Ganze ein bisschen anders da aus. Aber auch auf dem Tomoe River Papier interessiert uns das, wie das aussieht. Welche Eigenschaften stecken in der Tinte? Ja, und dafür ist ja, finde ich, das Tomoe River Papier ganz gut. Ja, mal gucken, dürfte schon genügen. Vor allem auch, also zumindestens, ja, zumindestens mit einer Sache kann die Rohrer und Klingler Tinte trumpfen und überzeugen, nämlich der Preis. Ja, also ich meine so, die Rohrer und Klingler Tinten, die kosten so immer so zwischen 3, 4, 5 Euro oder so. Ja, also sind nicht teuer. Ein bisschen was kann ich hier noch drauf machen, damit er schön suppt. Ja, so ich kürze das jetzt mal ab.
Q-Tip-Kalligrafie. Ja. Ja, gut. Und wie das dann aussieht, wenn es trocken ist, sehen wir gleich. Ja, Freunde, da bin ich auch schon wieder zurück. Rohrer und Klingner Leipziger Schwarz ist jetzt trocken geworden. Und ja, ich habe es schon bereits befürchtet, denn auch schon auf der Swap-Karte sieht man es schon recht deutlich, dass es kein solides, dunkles Schwarz ist, sondern eher so ein gräuliches Schwarz. Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Ja, also im flüssigen Zustand natürlich, klar, sieht es recht schwarz aus. Schönes dunkles Schwarz, so wie hier auf dem Rhodia Paper bei dem Swap. Ja, da sieht das ganz gut aus eigentlich. Ja, auch in der Schrift. Da kann man eigentlich ganz, ganz gut sehen. Zwar kein Shading, kein Sheen, aber dennoch ganz nett, muss ich sagen. Ja, also für die Schreibweise zumindest zum Schreiben ein gutes Schwarz, was vor allem aber auch nicht eintrocknet im Füller, ne? Und das finde ich ist auch ein ganz großer Pluspunkt, den ich jetzt dieser Tinte ja, zusprechen kann. Wenn man jetzt solche dicken Swaps hier nicht unbedingt zieht, woraus man dann sehen kann, dass es kein richtiges Schwarz ist und eher so ein dunkel, dunkel, dunkelgrau oder so. Ja, hier finde ich, sieht man sogar so ein bisschen so Anteile von Pink oder so von so einem zarten Rosa. Ja, aber ich finde schon, ist es okay. Also vor allem auch für den Preis, den die Tinte kostet. Ja, die ist nicht so teuer, so 5 Euro oder so kostet die Flasche. Rohrer und Klingner, 50 Milliliter. Ja, das ist recht viel, muss ich sagen. Ja, also bei Rohrer und Klingner Tinten finde ich sowieso, falsch machen kann man damit nichts. Vom Design her sind es auch gut durchdachte Gläser. Da kommt man immer ganz gut rein. Jetzt hier bei der Flasche ist so ein Insert mit hier oben drinne, womit man leichter an die Tinte herankommt, ohne dass man jetzt den ganzen Füller in die Tinte hinein tunken muss, ja, und dann viel wischen muss und so, also viel sauber machen muss. Funktioniert sehr gut. Ja, also auch das muss ich sagen, auch wenn sie gut fließt und nicht gut ein, also nicht eintrocknet, muss ich sagen, die Tinte an sich ist gut, den Preis, den sie kostet, wert, nichts Spektakuläres, aber nichts, wo ich persönlich mir jetzt kaufen müsste. Ja, so als, ich muss ja auch gucken, ne, ich suche immer noch so das Nonplusultra-Schwarz, weswegen ich auch noch kein Schwarz-Tinten, also kein schwarzer Tintenschreiber bin, weil ich da noch nichts gefunden habe, wo ich jetzt sagen würde, ey, ja, ey, Baby, ja, das ist ja meine schwarze Tinte, ja. Yeah. Und auch Rohrer und Klingner Leipziger Schwarz trifft da leider darauf zu. Ist aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, 5 oder 6 Euro, ich weiß es gerade nicht so aus dem Kopf, wie viel die Tinten kosten, aber teuer sind die nicht und da kann man nichts falsch machen. Absolut. Ja, und von daher bin ich auch schon wieder am Ende für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten, lieber Phil Filler, vielen herzlichen Dank auch für diese Tinte, die du mir zugeschickt hast zum Testen. Kriegst du auch wieder zurück, ganz klar. Und dann bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.